Da vorne ist er. Da ist er. Jemand, der vom Orkan angeheuert wurde. Ich nehme Ihre Pferde auf.
Tod wird mich reich machen, Adlerfrau. Ich werde meine neue Villa nach dir benennen. Schade, dass du sie siehst. Wo ist dein Vater? Unterwegs. Das macht er manchmal so. Der kommt wieder. Dieses Haus. Kletter sagte, es gehörte einem Freund von ihr. Er wollte Achaia verlassen, aber er hat es nicht geschafft. Verstehe. Dieser Ort hat etwas an sich. Es ist ein wunderbarer Ort. Friedlich. Das stimmt. Schade, dass wir nicht bleiben. Also, was jetzt? Wir laufen weiter davon. Wie immer. Wenigstens gibt es Wein. Wenigstens gibt es Wein. So bin ich aufgewachsen. aber im Ernst, dein Vater ist ein sehr fähiger Mann. Ist er. Aber gefühlsmäßig kommt man nur schwer an ihn ran. Es ist schwer für Leute wie uns, Freunde zu finden. Wir sind ständig auf dem Sprung. Oh. Wir sind uns begegnet. Auf unsere Freundschaft. Auf unsere Freundschaft. Ha, 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 ha.
Malakka. Malakka. Das erinnert mich an unser Kennenlernen in Makedonien. Wir aßen Wildschwein unter den Sternen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich heimisch fühlte. Und seitdem nicht wieder. Bis heute Nacht. Dann machen wir das Beste draus. Ich sollte Dareios und die anderen suchen. Die Gestrandeten sind wahrscheinlich schon am Hafen. Meine Freunde, ich sehe sie wahrscheinlich gerade zum letzten Mal. Als ich meine Fila das letzte Mal sah, stritten wir uns. Wie immer. Hätte ich ihr doch gesagt, wie viel sie mir bedeutet. Wie stolz ich auf sie war. Nun, da sie zurück ist, habe ich Angst, sie nicht wiederzuerkennen. Echte Bande zwischen Menschen sind selten, Cassandra. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Das stimmt. Echte Bande findet man selten. Vielleicht gebe ich gerade eines auf. Ich weiß es nicht. Schiffsführerin! Einen Moment! Was ist denn los? Eine riesige Flotte sammelt sich in der Nähe. Sie scheint auf etwas zu warten, aber wir wissen nicht, worauf. Der Orkan. Die Schiffe. Diese Leute. Sie weiß es. Aus irgendeinem Grund weiß sie es. Oh nein! Sie werden uns alle auf einen Schlag töten. Mit einer ganzen Flotte kann ich es nicht aufnehmen. Wir müssen was unternehmen, Schiffsführerin. Barnabas, mach das Schiff kampfbereit. Und den Odem der Chimera. Sofort, Schiffsführerin. Schicken wir diesen Orkan geradewegs zu Hades. Natakas und ich werden hier übernehmen. Viel Glück, Cassandra. Ich muss schnell zur Adrastea. Da kommen Sie! Schiffsführerin, der Odem der Chimera ist bereit und wartet auf meinen Befehl. Danke, Barnabas. Dann schauen wir mal, was das Ding kann. Ja.
das für ein Monsterschiff? Sie ist da drauf. Der Orkan Fehler. Sie ist auf diesem Schiff. Hey, alles gut? Kann ich etwas tun? Brauchst du... Ich brauche gar nichts. Orkan! Es muss niemand mehr sterben. Du! Amorgis hat mir alles über die Verdorbenen erzählt. Es ist nicht deine Schuld, dass du so geboren wurdest. Aber es ist dein Schicksal, so zu sterben wie der Rest. Ich werde tun, was für den Orden getan werden muss. Fila! Du? Was machst du hier? Es gibt so viel, was ich dir sagen will. So viele Dinge. Bitte, gib mir eine Chance. Die hattest du. Du hattest Jahre, dich zu erklären. Ich musste dich beschützen. Ich wäre fast ertrunken. Und wer hat mich aus dem Wasser gezogen? Du? Der Orden ist meine Familie. Du bist nur eine Erinnerung. Meine Vergangenheit. Du wirst nie zu ihnen gehören. Du bist eine verdorbene Fila. Was? Ich weiß, was ich bin. Amorgis gab mir ein Ziel. Er leitete mich an. Ich bin kein Monster. Ich bin der Orkan. Du musst niemandem etwas beweisen, Fila. Du musst nicht der Orkan sein. Du kannst einfach nur du sein. Das reicht schon. Erkennst du das denn nicht? Nein. Wir mögen Verdorbene sein. Aber das allein bestimmt nicht, wer wir sind. Nein! Ich bestimme über mein Schicksal! Ich bestimme über meine Zukunft! Bitte, Fila, lass uns doch reden. Nur wir beide. Vergiss alles hier. Komm mit uns. Sie braucht dich, Kletter. Bitte, du hast immer noch eine Familie. Du hast immer noch... Mate! Du bist meine Tochter, Fila. Ich hätte dich niemals von mir wegstoßen dürfen. Ich war doch immer so. Martha! Das ist alles deine Schuld, Adlerfrau! Deine Schuld! Ich tilge dich vom Antlitz dieser Welt! Stell dich! Oh!
Boot kommt dich holen. Steh auf! Beende deinen Auftrag, Orkan! Es ist Amorges Wille! Wir sind nicht deine Feinde, Fila. Der Orden glaubt, er könnte dich steuern. Dass du nicht mehr bist als ein Instrument, das auf Befehl tötet. Sei mehr als das. Lass dir deine Menschlichkeit nicht von ihnen nehmen. Steh auf und kämpfe! Bitte stirb nicht. Ich habe... Da ist noch so vieles, was ich sagen muss. Du bist meine Tochter, Fila. Ich war doch immer so. Cassandra. Für Menschen wie uns gibt es kein einfaches Leben. Nur den Tod. Ich wusste immer, dass es so enden würde. Vater, die See ist wieder sicher. Wir sollten hier weg, solange wir noch können. Wenigstens sind sie jetzt vereint. Reos und Natakas brechen bald auf. Ich sollte sie verabschieden. Dareios und Natakas sollten jetzt in Sicherheit sein. Die griechische Welt kann ihnen nicht mehr schaden. Sie können endlich fort. Es ist besser so. Hey, Adlerfrau! Hier drüben! Martha, wir können endlich nach Hause gehen! Du hast mir mal von einem deiner Träume erzählt. Ein einfacheres Leben, ein kleiner Stand auf der Agora. Fischen mit deinem Sohn. Ich erinnere mich. Und wirst du es tun? Vielleicht. Eines Tages. Das Schiff segelt mit dir oder ohne dich. Jetzt oder nie.
Cassandra. Bereus. Das ist also der Abschied. Das ist er. Echte Bande zwischen Menschen sind selten. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Bleibt. Bitte. Ob Dareos die ganze Nacht Wache gehalten hat? Ich sage ihm lieber guten Morgen. Du schläfst wirklich nie, oder? Der sanfte Kuss der Brise, der Duft der See. Warum sollte ich schlafen? Dann würde ich das verpassen. Ich würde all das verpassen. Der hungrigste Krieger der griechischen Welt hat wieder unsere Milch- und Brotvorräte geplündert. Schon wieder? Ich hatte sie erst diese Woche aufgefüllt. Sein Appetit wird uns noch alle verschlingen. Dann eben mehr Milch und Brot. Ich gehe das Übliche kaufen. Eher das Doppelte. Ach so. Ich hätte die hier dem Händler geben sollen, aber ich war abgelenkt von... Das geht vielen mit ihm so. Ich gebe das hier für uns ab und kaufe die doppelte Ration. Auf der Agora sollte schon alles aufhaben. Ich bin bald wieder da. Milch und Brot kommt sofort. Cassandra, wie geht es meiner treuesten Kundin? Ich bin müde, hungrig und müde. Mir ging es genauso. Genieß die ersten Jahre. Werde ich. Tue ich. Wie dem auch sei. Hier ist, was Dareos dir schuldet. Wir brauchen das Doppelte vom Üblichen. Milch und Brot, bitte. Ah, wegen des Brots. Mir ist der Weizen ausgegangen. Ich hätte welchen vom Bauern die Straße runterholen sollen. Vielleicht könntest du mir aushelfen? Für meinen liebsten Händler tue ich alles. Vielen Dank, Cassandra. Ich bin bald wieder vom Bauernhof zurück. Er ist nicht weit.
Der Weizenhof ist nicht weit. Das wird schnell gehen. Ich soll den Weizen für den Händler holen. Ausgezeichnet. Er ist gleich da beim Zaun. Wann kommt Elpidios mich besuchen? Früh genug. Hier bitte, dein Weizen. Ich backe gleich das Brot. Ich kann meine treueste Kundin doch nicht warten lassen. Hier bitte, Brot frisch aus dem Ofen und Milch frisch von der Ziege. Du wirst mich schneller wiedersehen, als mir lieb ist. Das wird nicht lange vorhalten. Manchmal denke ich, nur Elpidios hält mein gesamtes Geschäft am Laufen. Das könnte sehr gut sein. Wo ist der mächtige Elpidios? Oh, er bezwingt natürlich gerade das Böse. Natürlich. Milch und Brot erledigt. Und jetzt nach Hause. Dem, ein Ort, den selbst eine Söldnerin ihr Zuhause nennen kann. Wer kommt denn da nach Hause? Wie geht's meinem Elpidios? Wie geht's meinem Sohn? Er braucht seine Mutter. Und sie braucht ihn. Versprich es mir, Cassandra. Das ist unser Leben. Das ist unser Zuhause. Erinnerst du dich an Makedonien? Natürlich. Wände aus Staub und Flammen. Der Jäger. Ich erinnere mich an dich, Natakas. Nur an dich. Eine Heimat ist kein Ort. Es sind die Menschen. Es sind wir. Solange wir zusammen sind, sind wir zu Hause. Weißt du, Elpidios, hier ist deine Mater aufgewachsen. Kefalenia. Gleich da. Aber erst, als ich hierher kam und dich traf, fühlte ich mich wirklich zu Hause. Kletter und Fila an jenem Tag am Strand. Sie konnten ihrem Schicksal nicht entkommen. Es endet immer mit Blut. Meine Familie war so lange auf der Flucht, aber vor manchen Dingen gibt es keinen drin. Was für ein Sturm da auch heraufzieht, was immer Amorges und der Orden planen. Ich schwöre dir, ich schwöre unserem Sohn, dass ich uns beschützen werde. Dieser Kampf, den wir gegen den Orden führen, dieser Krieg, wird nicht zu meinen Lebzeiten gewonnen werden. Oder zu deinen. Vielleicht war ich töricht, das zu glauben. Aber es ist nicht unser Schicksal, sondern unser Handeln, das uns bestimmt. Unser kleiner Leonidas hat heute sein erstes Wort gesprochen. Und ich hab's nicht gehört? Nicht möglich. Was war's denn? Großpater. Oder hat er nur aufgestoßen? Das ist in seinem Alter schwer zu sagen.
Wo ist mein kluger Enkel? Wer ist genau wie Großpater Dareios? Gibt es etwas Schöneres als das? Ein einfaches Leben. Sendet eine Nachricht nach Persien. Schickt die Flotte. Schickt alle. Wie du befiehlst, Amorgis. Wir werden uns bald wiedersehen, alter Freund. Ein Brief von Dareios. Er hält eine Feierlichkeit in Dime ab. Das sollte ich mir nicht entgehen lassen. Cassandra. Dareios. Du warst nicht gerade leise. Das habe ich auch nicht versucht. Mhm. Schön, dich zu sehen. Sie haben dich vermisst.
Drachmen verdienen sich nicht von allein, Dareios. Natakas hat hier alles im Griff. Abenteuer ziehen Menschen wie uns an. Persien war so lange mein Schicksal. Es gab nichts anderes für mich. Eltern sind nicht allein ihrem Ehrgeiz verpflichtet, sondern ihrer Familie, Cassandra. Wie geht's meinem Sohn? Oh, er schwebt in Gefahr, Cassandra. Er wird vermisst. Was? Oh, sie spielen Verstecken. Mal wieder. Weißt du, das war auch Natakas Lieblingsspiel, als er in Elpidios Alter war. Ist Elpidios da, wo er immer ist? Er liebt den Strand. Finde deinen Jungen. Ich finde ihn immer. Nach dir, Dareios. Komm, zum Strand geht es hier lang. Du bist noch immer schnell, Dareios. Vielleicht wirst du nur alt. Ich habe mich mehr lodernden Flammen, Pfeilhageln, die den Himmel verdunkelten, wilden Bestien, schneidenden Klingen gestellt als Herakles. Aber das ist nichts im Vergleich zum Elterndasein. Es ist eine andere Art der Schlacht. Du schaffst es, Cassandra. Alles wird gut. Wo könnte Elpidios nur sein? Elpidie! Puise! Martha wird dich gleich finden. Elpidios planscht gern im Wasser. Ich frage mich, ob mein kleiner Krieger hier ist. Ich schätze nicht. Wo ist mein Kleiner? Wo ist mein Sohn? In diesem Schiffswrack hätten Elpidios und sein Vater Platz. Ich sollte mich dort umsehen. Oha, deine Martha ist eine mächtige Söldnerin. Sie kann dir sicher viele Abenteuergeschichten erzählen. Vergiss nicht, sie für ihren heldenhaften Einsatz zu entlohnen. Ach, die übliche Bezahlung. Willkommen zu Hause. Ich habe dich vermisst, Liebster. Euch beide. Wie geht es unserem kleinen Krieger? Du hast sicher wieder Abenteuer erlebt, was? Ein Kyklop? Oh nein! So viele Athena hast du besiegt? Beeindruckend. Du stellst selbst Brasidas in den Schatten. Hör auf. Wie fühlst du dich? Sicher. Ich fühle mich sicher. Entspannt. Abgesehen davon, dass unser Krieger immer hungriger wird. Der kleine Gierschlund. Dareios hat mir eine Einladung zu einer Feierlichkeit gesandt. Wir dachten, es wäre Zeit für ein kleines Familienfest. Und es wäre kein Familienfest ohne ein großes Festmahl. Elpidios und ich bereiten den Eber zu, nicht wahr? Eber, das erinnert mich an etwas. Cassandra und ich besorgen ein paar Meeresfrüchte. Wir werden ein Feuer bei der Klippe schüren. Dann bis später, mein kleiner Krieger. Komm, Cassandra. Es ist lange her, dass wir Zeit nur für uns hatten.
Dareios ist glücklicher, seit Elpidios da ist. Enkelkinder haben einen mysteriösen Einfluss auf Menschen. Aber es überrascht mich, dass du das hinter dem Bart hast. Was glaubst du, wird Elpidios, wenn er mal groß ist? Du meinst, ob er der Familientradition folgt und eines Tages als Söldner durch die griechische Welt streift? Es ist kein schlechtes Leben. Ich habe ein Boot. Man könnte sogar sagen, ein Schiff. Er wird, was immer er werden will. Vor allem aber wird er immer unser Sohn sein. Es ist ein schönes, ruhiges Fleck. Die Becken haben die perfekte Größe für Elpidios. Es ist lange her, dass es Muscheln gab. So Zeit mit dir zu verbringen ist. Es ist wunderbar. Findest du, Elpidios kommt mehr nach mir oder mehr nach dir? Er sieht gut aus, also. Ganz sicher. Du hast vermutlich recht. Das sollte für unser Festmahl reichen. Ich hoffe, du hast noch welche übrig gelassen. Lass uns zurück zur Klippe gehen, bevor Vater zurückkommt. Ich will dir noch etwas zeigen. Die Klippe ist hier entlang. Seit Elpidios da ist, haben wir nicht mehr viel Zeit füreinander. Der Kleine braucht viel Aufmerksamkeit. Das hat er von seiner Mama. Die Aussicht ist einfach atemberaubend. Du sagtest, du wolltest mir etwas zeigen? Vielleicht. Spann mich nicht auf die Folter. Wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß immer noch, was dir gefällt, was? Es war schön. Aber deswegen habe ich dich nicht hierher gebracht. Ah. Ich brachte dich her, um dir das zu zeigen. Das sieht nach einem Amulett aus. Meine Mutter gab es mir, als ich noch ein Kind war. Sie sagte, es wird dich beschützen. Möge es dich durch jeden Sturm geleiten. Sie hatte recht. Es hat dich zu mir geführt. Ich wünschte, ich hätte sie kennengelernt. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Natakas! Ich kann nicht versprechen, dass ich immer da sein werde. Aber ich werde mein Bestes tun. Genauso wie ich. Da kommt er. Da kommt mein großer Mann. Elpidios hat Hunger. Nun, er hatte einen ereignisreichen Tag mit Großvater Dareios.
Komm schon, Natakas. Elpidios kann ruhig etwas länger aufbleiben. Er muss schlafen. Er hatte heute schon genug Spaß. Ich sollte dich begleiten. Wir kommen zurecht. Sag tschüss, Elpidios. Oder so. Das ist es, Dareios. Ein einfaches Leben. Dareios! Lauf zum Dorf. Sofort. Los! Keine Sorge, ich komme. Martha ist auf dem Weg. Elpidie, haltet durch. Elpidie! Elpidie! Wo ist... Hat jemand meinen Sohn gesehen? Atabanos, Cassandra, willkommen zu Hause. Orontas? Du bist ein Mitglied des Ordens. Er ist der Orden. Amorges. Ich habe dir vertraut, dir geholfen. Mein Freund, es ist viel zu lange her. Wir waren Bewahrer, Amorges, Helden des Volkes. Das ist Unrecht. Es ist notwendig. Mir macht dies keine Freude. Ich musste dich einfangen, Cassandra. Hinter dir bin ich her. Hinter dir und deiner Blutlinie. Du legst keinen Finger an sie! Cassandra, lauf! Geht mir verdammt nochmal aus dem Weg! Wer noch? Hä? Kommt schon! Bringt mir eure Knochen! Schnell! Bringt Elpidios weg! Wir gehen zusammen. Nein. Ich sorge dafür, dass euch der Orden nicht einholt. Es sind zu viele. Du musst das nicht tun. Wir haben dafür jetzt keine Zeit. Denkt an euer Kind. Ich liebe dich, Natakas. Vater, komm zurück zu mir. Beschütze sie. Versprich es mir. Versprochen.
auf! Dachtet ihr, ihr überlebt einen Angriff auf mein Zuhause? Ich werde euch alle umbringen! Verdammt! Ich brauche Hilfe! Niemand greift meine Familie an! Keiner entkommt! Keiner überlebt! Elpidie, haltet durch! In das Boot. Schnell! Vater, komm zurück zu uns. Die Adlerfrau! Und das Kind! Ihr seid zu spät. Hinter mir seid ihr her. Nun, hier bin ich. Heute ist dein letzter Tag. Sag du jetzt! Pfeile!
Pfeile! Amorgis, hast du ihn gesehen? Nein. Der Strand. Nein, 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 bitte nicht. Elpidie! Bitte komm raus! Elpidie! 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 Bitte nicht! Elpidie! Du hast versprochen, sie zu beschützen. Du hast versprochen, dass ihnen nichts passiert. Ich hätte hier bleiben sollen. Ich hätte bei ihnen sein müssen. Es ist meine Schuld. Meine Schuld. Dieses Leben. Wir sollten für unsere Vergangenheit zahlen, für unsere Fehler, aber nicht unsere Kinder. Keine Spur von Elpidios. Aber er lebt noch, Dareios. Ich weiß es. Wenn der Orden ihn hat, können wir ihn finden. Du hast schon mal geliebte Menschen verloren. Wie? Wie hast du das überlebt? Wer sagt, dass ich überlebt habe? Danke dir für alles. Jeden wunderbaren, schmerzhaften und schönen Moment. Für jeden Moment, den ich bei dir war.
Ich liebe dich, Natakas. Ich finde unseren Sohn. Ich bringe ihn zurück. Vertrau mir. Cassandra, bei den Göttern, es tut mir leid. Das ist das Werk des Ordens. Die Waffen, die sie mitbrachten, würden selbst Ares beeindrucken. Es gibt nur einen Ort in der griechischen Welt, an dem so etwas hergestellt wird: Messenien. Sie kamen unseretwegen, meinetwegen. Wenn der Orden in Messenien ist, dann gehe ich dorthin. Für jede Seele, die in Frieden lebt, mussten andere sterben. Das ist der einzige Weg. Beruhige dich, es war nicht echt. War locker. Doch, ich hab's gesehen. Ein Schatten, der sich bewegte. Was ist mit ihm geschehen? Das war kein Anfänger. Die Wachen kamen und gingen hinein. Er blieb hier und hielt Wache und dann fiel er einfach um. Da ist jemand ganz schön wütend. Und überall war Blut. Dareus! Adlerfrau. Mit dir hätte ich nicht gerechnet. Du kannst von Glück sagen, dass ich dich nicht für einen von denen gehalten habe.
machst du in Messenien? Wenn Elpidius noch lebt, ist er bei Amorges. Und Messenien ist Amorges Hochburg. Sieht aus, als wärst du da auch von selbst drauf gekommen. Aber er wird schwer zu finden sein. Er versteht es, sich abzuschirmen. Wir müssen ihn herauslocken. Ich hätte da ein paar Ideen. Hinter Amorges steht das gesamte spartanische Heer. Unter dem Befehl seiner ergebensten Befehlshaber. Wir werden kaum zu ihm durchdringen. Es sei denn, wir schwächen seine Truppen. Dann tun wir das. Der Orden hat eine umfangreiche Produktionskette für seine Waffen. Hinter all dem steht ein Befehlshaber. Sprich für den Anfang mit den Heloten. Vielleicht wissen die, wo er ist. Außerdem verstärkt der Kult des Kosmos den Orden in Messenien. Und ein Befehlshaber des Ordens, Demokrates, ist für die Durchführung verantwortlich. Wenn wir ihn ausschalten, wird uns der Kult nicht länger im Weg stehen. Dann schalten wir ihn aus. Eine Sache noch. Ich habe gehört, dass der Orden einen Athener Feldherrn gefangen genommen hat. Er ist für meine Pläne unabdingbar. Du musst ihn befreien und ihm diesen Brief geben. Und dann hole ich Elpidius. Verlass dich auf mich. Wir schlagen schnell und hart zu. Wir? Zu zweit sind wir wesentlich schneller und effizienter. Elpidius hat für mich oberste Priorität. Bis dahin toleriere ich dich. Gut. Mir geht es ebenso. Ich habe hier genug Zeit verschwendet. Komm zurück, wenn du den Orden erfolgreich geschwächt hast. Es gibt noch mehr zu tun. Da ist er. Ich bin frei. Kein Dank wäre genug. Da ist er. Danke dir von Herzen.
dachte schon, ich komme hier nie weg. Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Hast du die Helotin Rhode gesehen? Ja, sie wurde zum Zentrum von Appia gebracht. Es heißt, dass sie dort den Tod finden wird. Das Stadtzentrum. Ich sollte mich beeilen. Wenn man nimmt, was einem nicht gehört. Mein Tod wird allen eine Warnung sein. Es ist mir egal, wem das Essen gehört hat. Wir waren hungrig. Wenn du das Spektakel sehen willst, hast du von da unten bei den anderen eine bessere Sicht. Wer bist du? Ich bin sauer und ungeduldig und habe keine Zeit. Ich bin nicht zum Reden hier. Wie meinst du das? Willst du diese Frau auch töten? Ich bin nicht in Stimmung für Gnade. Also wer seine Gliedmaßen behalten will, sollte jetzt gehen. Na schön, ihr Feiglinge. Gebt eure Ehre an der Tür ab und lauft mit eingekniffenen Schwänzen davon. Und ihr Mutigen, schnappt die Söldnerin! Nix, was du verdient hast! Hätte ich dir bloß die Zunge rausgeschnitten! Was willst du hier? Du hast gesagt, ich kann gehen, wenn ich will. Muss ich dich bestrafen? Nein, mach es auf! Scheiße! Ah!
Hexen! Unser Mund ist auf der Hexe! Sei ruhig! Attacke! Waffe ist mein Schoffine! Ich werde dich finden! Das war knapp. Danke, Söldnerin. Gut, dass du vorbeikamst. Kehre. Warte! Ich suche den Befehlshaber. Es hieß, du wüsstest etwas über ihn. Der Befehlshaber? Oh, ich kenne ihn. Das stimmt. Welch schöne Erinnerungen. Ich habe mal für diesen Malakes gearbeitet. Zeig mir den Befehlshaber und ich schlitze ihm die Kehle auf. Du willst ihn umbringen? Mhm. Schön. Es geht einiges vor sich in Messenien, Söldnerin. Sieh nur, wie wir leiden. Wie die Kinder leiden. Es muss doch ein besseres Schicksal für sie geben. Ich habe einen Plan, wie ich die Kinder von hier wegschaffen kann. Meinen Sohn und die anderen. Hilf den Kindern, dann helfe ich dir. Ich mache es. Aber du musst mir sagen, wo der Befehlshaber ist. Sehr nett von dir, Söldnerin. Ich verspreche, du wirst dein Ziel finden. Aber schlitze ihn bitte nicht vor den Kindern auf. Wie willst du die Kinder hier rausschaffen? In der Nähe gibt es einen Fischer, den wir gut für seine Hilfe bezahlen. Wir müssen die Kinder zu seinem Boot an der Anlegestelle bringen. Und zwar schnell. Die Zeit läuft uns davon. Geh voran. Folge mir. Hallo, mein kleiner Krümel. Wir haben keine Zeit. Wir müssen los. Schnell. Wer ist das? Eine freundliche Söldnerin. Sie wird uns helfen, von hier zu verschwinden. Also gut, Leute. Martha sagt, wir sollen der Söldnerin folgen. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Das ist kein Spiel. Hast du einen Heldennamen, Söldnerin? Ein Heldenname ist ein Deckname, den nur die größten und bestesten Helden haben. Meistens eine Kombination aus einem coolen Tier und dem Wetter. Sagt ihr eure Heldennamen, Kinder? Meiner ist Wolfssturm. Meiner ist Blitzschlaghai. Meiner ist Hühnerregen. Wolltet den Namen nicht. Ich hasse euch beide. Ich wusste, ich würde dich hier finden, Adlerfrau. Hier bin ich. Sie hatten recht. Du stehst immer im Zentrum jedes Aufruhrs.
Warum trittst du nicht beiseite und lässt mich meine Arbeit tun? Ich kümmere mich um dich. Und dich, sobald ich die Kinder weggebracht habe. Sie haben noch zu tun. Warum warten? Ich habe nach dir gesucht. Danke, dass du mir die Mühe ersparst. Ich kann mich gleich um dich kümmern. Dann verschwenden wir keine Zeit. Deine Schreie werden den Kindern eine Lehre sein. Haltet euch die Augen! Leise! Ihr Kinder macht zu viel Lärm. Wenn ich fertig bin, werdet ihr lernen, eure Mund zu halten. Das ist doch ein Schwächling. Los, zieht ihm die Augen aus. Er wollte nicht, aber du willst. Oh Gott. Zeit ist abgelaufen. Los, schnell, Kinder. Das Boot wartet. Du brauchst einen Heldennamen, Söldnerin. Such du doch einen für mich aus. Oh, wie wär's mit Adler? Adler Donner. Perfekt. Jetzt bist du eine von uns. Totale Wahnsinn! Söldnerin, du hast es geschafft! Es ist Zeit für dich zu gehen, kleiner Krümel. Du kommst nicht mit? Nein, ich muss bleiben und hart arbeiten, damit ich dich eines Tages besuchen kann. Nein, nein! Wo ist mein Pater? Wo ist meine Mutter? Ohne dich will ich nicht gehen, Martha. Er nimmt mich in den Arm, wenn ich schlecht geträumt habe. Söldnerin, ich weiß nicht. Nun, da der Zeitpunkt gekommen ist, weiß ich nicht, ob ich es ertrage, sie fortzuschicken. Ihr müsst gehen. Messenien ist zu gefährlich. Es ist nicht sicher für Kinder. Aber was ist mit unseren Eltern? Was passiert mit ihnen? Sie wollen nur euer Bestes. Jetzt geht. Das Boot wartet. Chäre, mein Krümel. Sie werden es da draußen besser haben. Du hast recht. Wären sie geblieben, ich wüsste nicht, ob wir sie beschützen könnten. Sie erwartet ein besseres Leben. Ein besseres, als wir ihnen bieten könnten. Wir werden immer für unsere Kinder kämpfen. Ja, immer. Und du hast einen Befehlshaber. Hab Dank, Söldnerin. Mögen sich unsere Wege wieder kreuzen. Das war lässig. Hey!
Das ist der Treffpunkt. Was weißt du über diesen Mann außer Morges engerem Kreis? Demokrates. Drachmen sind seine schärfsten Waffen. Wenn wir ihn töten, versetzen wir dem Einfluss des Ordens auf die griechische Welt einen herben Schlag. Sein Tod bringt uns einen Schritt näher an Amorges heran. An Elpidios. Ich mag Drachmen. Doch sie können sich nicht mit der Schärfe meiner Klingen messen. Nicht, wenn ich meinen Sohn finden will. Es gibt nur ein Problem bezüglich Demokrates. Das wäre? Ich weiß nicht, wie er aussieht. Dann müssen wir genau hinhören, wenn wir uns nähern. Wenn irgendetwas schief geht, denk daran, dass wir hinter Demokrates her sind. Der Orden ist eingetroffen. Ihr kommt spät. Wir kommen absolut pünktlich. Denk daran, sobald Demokrates sich zeigt, töten wir ihn. Oder wir töten einfach alle. Es ist die Adlerfrau! Kehre! Rettet euch! Nicht im Kreis! Ich rede das! Aranos! Wie? Haltet ihn auf! Ich finde raus, wer von denen Demokrates ist, wenn sie tot sind. Scheiße!
Demokrates ist tot. Wieder ein Stück näher an Elpidius. Demokrates ist tot. Für das, was Sie getan haben, verdienen Sie den Tod, Dareios. Jeder Einzelne. Cassandra. Sie stehen zwischen Elpidios und mir.